Dass man immer irgendwie gestikuliert. Mhm. Wenn man das nicht gewohnt ist, nur Mikro zu halten. Ja, wir kommentieren ja immer hier und da haben wir ein Headset, aber auch mit Mikrofon. Als Sache mit Mikrofon habe ich es mal ganz gar nicht gemacht, weil das einen besseren Klang hatte als das Headset. Ach, ist das hier? Nee, das ist der Maler. Das ist auch schön. Ja, sehr gerne. Genau, falls noch mal Action ist, dann wieder mal. Darf ich Sie bitten, noch ein Stückchen weiter hier rüberzukommen? Ist das für Sie okay mit der Rolle? Gar kein Problem. Ja? Ja, wir haben heute mal ein paar Eisbomben verteilt für die Gorillas, für die Gorilla-Gruppe. Gerade so bei warmem Wetter ist es immer eine bevorzugte Abwechslung. Ist ja immer was Schönes, wenn die Sonne scheint und die können mal ein bisschen was Kühles essen. Und die stellen wir her aus Früchtetee und Joghurt und haben die dann hier so ein bisschen verteilt. Und wie man ja sehen konnte, das absolute Vorrecht hat natürlich erstmal der Silberrücken, der raunt und beobachtet erstmal, wie er sich verhält. Und wenn er so ein bisschen was liegen lässt und entfernt sich von den Eisbomben, dann, ja, dann sind sie natürlich dann auch ein bisschen mutiger und greifen auch mal zu. Können Sie mir noch was kurz zu dem Geburtstagskind sagen? Das ist ja eigentlich auch, ich habe es jetzt noch nicht gesehen. Also ich kenne sie schon sehr lange und hat auch hier schon einige Jungtiere zur Welt gebracht. Können Sie mir noch was zu dieser Eisbombe sagen? Ist das ein altbewährtes Rezept oder müssen Sie was Neues ausprobieren? Ja, wir probieren öfter mal was anderes aus. Also wir achten natürlich schon auf. Gefrorene, also alte Mittelfinger halt immer das wieder, als wäre das irgendwie gekauft, das alte. Ja, genau. Magnum oder was. Ja.
Aber das kannte die Tülle eigentlich noch gar nicht. Da war sie erst so ein bisschen so, also wenn man was kennt, dann stürzt sie sich natürlich immer relativ schnell rauf. Aber es ist ja schön, dass sie jetzt auch ein bisschen. Die guckt jetzt. Nee, das ist die Mutter. Die Großmutter ist da hinten rechts vom Baum. Oh, das ist ein Bild.